Okay. Just what the fuck? Dr. Earnhardts Haus brennt. Warte hier! Was ist passiert? Scheiße! Lisa! Daisy! Oliver! Dr. E! Earnhardt! Jason. Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum Tempel. Meint die Krieger? Die Rakiet? Ich muss sofort zum Tempel. Riley, wir müssen los, jetzt! Die Rakiat? Bleib in der Nähe, Riley. Wo sind denn alle verflucht? Ist es jetzt entweder Rakiat oder Freunde? Sehe ich das richtig? Cetra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Ich helfe dir. Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Cetra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Und dann gehöre ich dir. Cetra. Verlockend, Jason, ne? Folge dem Pfad des Kriegers. Nur die Stärksten überleben. Mit den Rakiat bist du machtvoll. So wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Lisa? Ein großer Krieger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Das liest er schon wieder. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du glaubst, du bist ein Sieger wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm? Ich nehme sie dir, Jason. Ich bin dein, wie wir alle. Diese
Insel gehört dir. Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich will das alles außer dir. Vollende den Pfad, sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Definiere verschwinden. Habe ich eine andere Wahl? Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klinge. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason! Was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst. Uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht... Ah! What? Verlass mich nicht. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Citra, bitte. Verlass mich nicht, bitte. Citra, es tut mir leid. Citra, bitte verlass mich noch zurück. Ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Ja, meine lieben Leute. Das war's mit Let's Play Far Cry 3. Was ein geniales Spiel. Ich habe mehreres zu dem Spiel zu sagen. Ja, wenn ich kein YouTuber und kein YouTube-Partner wäre, hätte ich mich sehr viel mehr an der Musik erfreut. Teilweise richtig geile Musik, die verwendet wird. Die Synchronisation, die Stimmen, die passen alle. Ich meine, man kennt die Stimmen, zum Beispiel von Vars etc. Man kennt die Stimme. Ich glaube, ich sag jetzt nicht, von wem sie die Synchronsprecherstimme ist, weil ich mich mit Sicherheit genau vertue und genau den nicht meine, den ich meine. Deswegen werde ich jetzt nicht sagen,
wer das ist, aber den kennt man. Und viele andere auch. Und es ist ein richtig geiles Spiel. Also gameplay-technisch, also ich fange mal beim Gameplay an. Gameplay-technisch ist das Ganze ziemlich genial. Also die Shooter-Elemente stimmen. Die Open World funktioniert. Man hat extrem viel zu sehen. Man hat extrem viel zu machen. Okay, es sieht irgendwo teilweise alles gleich aus. Also nein, nicht alles gleich aus. Aber es ist halt, man kann sich schon satt sehen an den Palmengedöns. Ich meine, man ist halt auf einer Insel. Man kann sich irgendwann daran satt sehen, okay, ich in dem Fall jetzt noch nicht, aber ich habe ja auch nicht sämtliche Missionen jetzt noch gemacht und ich könnte jetzt ja noch irgendwie, was weiß ich nicht, was 20 Stunden hiermit verbringen, irgendwelche Nebenmissionen zu machen und irgendwelche Sachen zu sammeln, was ich nicht tun werde. Aber auf jeden Fall, man kann sich irgendwann satt sehen, klar, aber an sich ist es ein richtig geiles Setting. Das Setting gefällt mir. Das Gameplay, also wie gesagt, shooter-technisch funktioniert größtenteils alles. Also zu 95% funktioniert alles. Es gibt da mal ein paar KI-Aussetzer. Okay, das ist vollkommen normal. Es gibt da ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. So von wegen, wann Leute auf mich aufmerksam werden, obwohl ich gar nicht da bin. Oder dass Leute durch irgendwelche Wände gucken können, was ja auch ziemlich genial ist. Also hier diese eine, da war so ein, naja, kein Laken, sondern halt, da war halt so ein Banner und der hat da einfach durchgeschossen. Ich dachte mir so, hä? Moment mal. Aber gut. Das wurde halt nicht als offensichtliche Wand programmiert und deswegen konnte er da durchsehen. Na gut. Was soll man sagen? Also Gameplay-Technik hat an sich fast alles funktioniert. Das war ein ziemlich geniales Gameplay. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Musik war teilweise echt geil und ziemlich stimmig und passend. Aber wie gesagt, als YouTube-Partner ist es so ein bisschen, naja, da habe ich halt immer das Radio zum Beispiel im Auto ausgemacht. Wenn man das Ganze nicht kommentiert, spielt sich das Ganze natürlich nochmal ein bisschen anders. Die ganze Turmaktion erinnert an wenig an Assassin's Creed, also so von wegen Aussichtspunkte suchen, okay, wie soll man es anders machen, also beziehungsweise es geht mit Sicherheit anders, aber das ist jetzt eine, ich meine, das Spiel ist von Ubisoft, also wen wundert das jetzt groß. Kehrt hat sehr viel Spaß auf jeden Fall. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, war wie gesagt das Beutesystem. Man kriegt von allen möglichen Leuten, die man plündert, kriegt man Geld und halt Gegenstände. Die Gegenstände sind komplett irrelevant. Komplett. Du brauchst nichts für irgendwelche Aufgaben, du brauchst nichts für irgendwelche Quests, du brauchst gar nichts. Das ist totaler Scheiß. Also sorry, aber das davon bin ich, glaube ich, so ziemlich am meisten enttäuscht vom Spiel. Das Beutesystem, du irgendwann hast du genug Geld? Ich meine, natürlich, du kannst dir noch mehr Geld holen, noch mehr Waffen kaufen und bla 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 und noch Tarnen und noch irgendwelche Farben und hast du nicht gesehen. Aber an sich hast du genug Geld und es lohnt sich überhaupt nicht, die ganzen Schätze zu plündern. Also die ganzen Kisten zu plündern, die ganzen Leute zu plündern. Das lohnt sich überhaupt nicht, weil du halt nur Geld bekommst. Du bekommst dann vorgegaukelt, ja, du bekommst ganz viele tolle Gegenstände, aber diese Gegenstände sind einfach zu nichts zu gebrauchen, außer zu verkaufen. Das davon bin ich echt enttäuscht. Also, das ist tatsächlich der. Das ist kein Kritikpunkt in dem Sinne, so von wegen so. Das ist, warum ich sagen würde, nee, das Spiel lohnt sich nicht. Nein, auf keinen Fall. Nein, das ist halt so ein. Das ist aber das, was mich tatsächlich am gameplay-technisch am meisten gestört hat. Dass das komplett irrelevant ist. Ich meine, es ist manchmal so ein bisschen wichtig, ein paar Truhen zu plündern etc. Dann aber irgendwann ist es so egal und wie gesagt, man weiß sowieso, da ist nur Geld drin. Auch wenn da irgendwelche Gegenstände dann aufblinken. Juhu, du hast einen Doggy-Bag bekommen. Ja, toll. Ist 3 Dollar wert und dann hat sich die ganze Sache. Aber na gut. Trotzdem, das bricht dem Spiel natürlich kein Bein ab, kein Ast ab, kein was weiß ich nicht was. Ein absolut geniales Spiel. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es war, glaube ich, jetzt letzte Woche bei Steam im Sale. Ihr könnt natürlich also wenn euch das Spiel zusagt, auf jeden Fall empfehlenswert. Auch jetzt, Steam hat mit Sicherheit bald wieder einen Winter Sale, also wird man das da mit Sicherheit auch wieder relativ günstig abgreifen können. Was habe ich noch so zu sagen? Ich finde es schade, dass man den Wingsuit erst so spät bekommen hat. Das fand ich als eine der geilsten Sachen tatsächlich. Die Jagd, die hat mir am Anfang so viel Spaß gemacht. Ich meine, okay, ich habe es halt am Anfang komplett durchgezogen, das Jagen. Also was heißt am Anfang so, ja, irgendwann halt habe ich die Jagd komplett durchgezogen. Kann man natürlich nach und nach machen. Also ich meine, jetzt zum Ende wurden die Tiere wieder komplett irrelevant.
weil ich halt schon alles auf Maximum hatte. Aber das war auch okay. Also es war okay. Ich habe mich einen großen Teil des Spiels komplett um das Jagen gekümmert, wo ich sämtliche Tiere gejagt habe, die ich brauche, um sämtliche Leder und was weiß ich nicht was, Felle und was weiß ich nicht was zu bekommen. Das war völlig, völlig in Ordnung. Also, dass dann auch irgendwann Schluss ist, dass man das dann mit einer besonderen Mission noch abschließt. Also nach dem Motto so, ich brauche noch ein besonderes Tier. Fand ich, das Jagdsystem war absolut cool. Die Spritzen fand ich, naja, unnötig ist falsch. Die Spritzen sind nur für Leute, die ein anderes Spielvorgehen haben als ich. Also ich bin nicht so der Typ, so, die Spritzen waren irgendwie nichts für mich. Okay, abgesehen jetzt von den Heilspritzen, aber ansonsten habe ich nicht wirklich was von den Spritzen gehalten. Aber gut, das ist jedem, ich meine, man kann ja auch, jeder Spielstil ist anders, jeder hat einen anderen Spielstil, meine ich damit. Und man kann auch viel anders machen. Ich meine, ich habe manchmal, also meistens versucht, am Anfang noch ein bisschen sneaky vorzugehen, also im Stillen vorzugehen. Hat oft nicht funktioniert, weil ich mich ein bisschen blöd angestellt habe, weil es mir dann zu lange gedauert hat oder, wegen den verschiedensten Sachen hat es nicht funktioniert oder weil ich irgendwo entdeckt wurde, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass ich entdeckt werden kann. Kann man natürlich alles anders machen. Fähigkeitspunkte-mäßig, also Skilltree-mäßig, fand ich das auch okay, dass man da verschiedene Sachen freischaltet. An sich war es ganz okay. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass ich halt extrem, spät ist falsch. Hauptmission-mäßig nicht spät, aber dass ich dadurch, dass ich die ganzen Jagdquests vorher gemacht habe, also bis ich mir die ganzen Jagdaufgaben vorher gemacht habe, hatte ich schon viel zu viele Fähigkeitspunkte, die ich nur auf einen ganz kleinen Baum verteilen konnte. Weil ich halt erst noch die Hauptstory weiterführen musste, damit ich weitere Tartarus dazu hinzufügen kann. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, bestimmt. Mit Sicherheit viel. Also wie gesagt, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, die Story fand ich auch ziemlich cool. Ich habe teilweise... Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es komplett richtig verstanden habe, wie das mit Vaas funktioniert hat und mit Hoyt. Also ich meine, bei Hoyt wurde es ein bisschen klarer. Er hat irgendwie auf einmal einen Einzelkampf mit Hoyt gehabt, aber das stimmte gar nicht. Also das ist einfach nur seine Illusion gewesen sozusagen. Er hat einfach da sämtliche Leute, ich meine, man wacht da ja dann sozusagen aus der Illusion wieder auf und merkt, man hat so ziemlich jeden um sich herum umgebracht. Deswegen, also, ja, das ist mir jetzt, ja. Und bei Vaas habe ich das irgendwie überhaupt nicht verstanden. Vaas ersticht mich. Und dann ersteche ich irgendwie ihn. Und er ist tot. Und irgendwie das, also Vaas habe ich tatsächlich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wieso Vaas da gestorben ist, glaube ich. Also, so komplett habe ich das nicht verstanden, woran das da lag. Dass nicht ich gestorben bin, sondern Vaas. Also, den habe ich irgendwie nicht ganz gecheckt. Aber gut. Vielleicht habt ihr dazu irgendwie noch eine Information, so von wegen so, ja, ist auch ganz klar. Dann klärt mich bitte auf. Ich bin mich tatsächlich ein wenig überfragt, was das betrifft. Ich habe keine Ahnung, wie Vaas da gestorben ist. Jetzt sagt mir bitte nicht, ich habe ihn erstochen. Das ist mir bewusst, aber ich verstehe nicht, wie und warum und überhaupt. Naja. Ja. Ja, klingt doch super. Ja, ich überlege gerade noch, ob mir noch irgendwas einfällt, was ich noch zu diesem Spiel zu sagen habe. Außer, dass es mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, also man hat auch vor allen Dingen noch, also ich hätte jetzt auch noch viel Möglichkeiten, noch Sachen zu sammeln. Ich kann Relikte sammeln, ich kann die Herausforderungsmissionen machen, ich kann noch normale Missionen machen, ich könnte noch die Jagdquests machen, ich könnte noch die Todesquests machen, ich könnte noch die... Ich könnte noch so viel machen. Also, was ich tatsächlich noch... Naja, störend ist falsch. Ich meine, für die Leute, die es mögen, ist es ganz gut, dass es im Spiel drin ist. Aber wie gesagt, diese Rakyat-Steine, diese roten Steine, finde ich komplett unpassend. Das ist auch, was ich schon mehrfach gesagt habe. Ich finde diese roten Steine komplett unpassend. Aus dem einfachen Grund, dass es einem komplett aus dem Spielfluss... Also es ist komplett schwachsinnig. Du hast so eine offene Spielwelt. Und
kannst Quests machen. Ich meine, da ist dann zum Beispiel eine Quest von wegen irgendwelche Tiere jagen. Okay. Eine Quest von wegen, da ist ein Piratenlager, du sollst die Piraten töten. Okay. Dann ist da eine Quest, du sollst das und das machen. Du sollst Nadia retten. Okay. Dann gehst du da hin, findest da Varane, tötest die Varane, hast Nadia gerettet. Okay. Alles okay. Der Punkt ist dann, diese roten Herausforderungssteine, finde ich, sind kompletter Schwachsinn. Aus dem einfachen Grund, ja, wir stellen dich jetzt hier hin und auf einmal kommen einfach nur Gegnerwellen. Und du musst sie einfach töten und genug Punkte sammeln. Warum? Erklär mir das. Das ist doch... Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Also ich verstehe nicht, warum in einer so glaubhaften Open World diese Herausforderungskampagnen drin sind. Wie gesagt, es ist für mich vollkommen in Ordnung, dass sie drin sind, weil manche Leute das mögen, sich herauszufordern und dann da Punkte zu sammeln. Aber die haben für mich absolut nicht ins Spiel gehört. Ja, Geschmackssache. Wie gesagt, ey, im Gegensatz dazu hat man ja noch so Spiele wie Poker, was aber vollkommen in Ordnung ist. Ich meine, man pokert halt, okay. Oder man macht halt an so einem Herausforderungsstand Messer werfen. Das ist auch völlig legitim. Ich meine, ob wir jetzt Dart spielen oder mit Messer werfen, das ist ja relativ egal. Aber dass dann da Gegnerwellen, also diese Gegnerwellenaktion, die finde ich einfach nur irgendwie, naja. Dieses Spiel ist echt genial, hat sich absolut gelohnt zu kaufen. Ich habe das ja irgendwann mal im Angebot gekauft und habe dann tatsächlich doch extrem lange aufgeschoben, bis ich es jetzt gespielt habe. Das passiert ja leider bei mir öfters mal, dass ich habe zu viele Spiele, die ich noch spielen will und habe nicht so viel Zeit, dass ich sie alle schnell spielen könnte. Deswegen hat es etwas gedauert, bis jetzt Far Cry kam, aber es kam. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Und ja, Far Cry 4 ist vor wenigen Tagen released. Ich werde Far Cry 4 mit Sicherheit auch spielen. Allerdings ist mir das zurzeit viel zu teuer. Also an sich wird das Problem, also der Punkt ist, es ist mir in dem Sinne nicht viel zu teuer. Das Spiel wäre es mir auf jeden Fall wert. So ist es nicht. Ich glaube, dass das Spiel auch ein Vollpreistitel auf jeden Fall wert ist. Auch wenn man es sich also nicht im Angebot kauft oder was. Das Spiel kostet 50 Euro. Das ist normal für diese Vollpreisspiele. Natürlich kann man kurzzeitig ein bisschen warten, bis es irgendwie auf 30 Euro ist. Aber das Geld ist es, wie gesagt, nehme ich auch an, bei Far Cry 4 natürlich auf jeden Fall wert. Allerdings habe ich dafür halt gerade kein Geld über. Deswegen werde ich noch ein wenig warten mit Far Cry 4. Also es wird jetzt nicht im Anschluss kommen oder so. Ich werde mit Far Cry 4 also noch ein wenig warten. Und dann gibt es Far Cry 4 irgendwann mal. Also würde es auf jeden Fall geben. Aber, ja. Gut, ich lasse euch jetzt an sich die Credits einfach, glaube ich, durchlaufen. Weil ich gerade, ja. Ja. Ich glaube, ich lasse euch die Credits jetzt einfach durchlaufen. Und es wird auch nicht weitergehen. Also es wird in dem Sinne nicht weitergehen. Ich mache jetzt nicht noch Nebenmissionen oder sowas. Ich fand es übrigens interessant, dass wir uns am Ende entscheiden konnten. Zwischen... ja, Lisa und den Freunden und Citra. Ich werde mir bei YouTube mit Sicherheit das andere Ende auch mal angucken. Ich bin gespannt, wie das Ende, also wie das Ende ist. Ja. Ja. Gut. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles gesagt. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, gerne damit in die Kommentare. Ich weiß nämlich gerade, es kann sein, dass ich irgendwas übersehen habe, irgendwas vergessen habe. Aber, ja. Das war's mit Let's Play Far Cry. Ich bin jetzt ruhig.
Das sind wieder die typischen Ubisoft-Credits, nehme ich an, wa? Heißt mal wieder so 10 Minuten AFK und so. Thank you.
Sag mal, ist das deren Ernst? War wäre der schon noch Wäsche aufhängen und was weiß ich nicht was. Die Credits laufen ja immer noch. Was ist denn hier los? Aber wir sind immerhin schon bei Ubisoft EMEA. Nice. Was auch immer das ist. Well, guckt noch jemand zu? Wir können ja wieder den Test machen. Alle, die noch zugucken, bitte mal in die Kommentare die Zahl 637 schreiben. Ich weiß, irgendwer von euch ist mit Sicherheit wieder dabei. Jetzt mal ernsthaft, was ist das denn? So viel kann ich gar nicht über das Spiel zu erzählen haben, als dass es reichen würde für die gesamten Credits. Ich arbeite dann mal weiter, während die Credits weiterlaufen. Ich warte übrigens immer noch auf irgendein Spiel, wo hinten in den Credits mal drin steht, thank you for reading the credits completely oder sowas. Ich warte da echt noch drauf, auf so ein Zwischen-Easter Egg.
Mein Gott, es sieht so aus, als könnte es enden. Alles klar. Das war's mit Let's Play Far Cry. Mir hat's extrem viel Spaß gemacht. Wir kommen sogar zurück auf die Insel. Tatsächlich. Wir können sogar tatsächlich theoretisch noch weitermachen. Machen wir aber nicht. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.